Ja, liebe Leute, damit willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir sind wieder auf der Midland Railway unterwegs, also der Mainline. Und wir machen heute einen ECS-Move, sprich Empty Coaching Stock. Soll heißen, wir machen eine Leerfahrt. Und die Geschichte hinter dem Szenario ist die folgende. Es gab mehrere Cancellations von Services und Unterbrüche. Und wir sollen mehr Regionalzüge ins Depot verschieben. Haben wir Angst, dass vielleicht morgen zum Start die Züge vielleicht irgendwie blockiert sind und eigentlich nicht zu ihrem eigentlichen Startbahnhof fahren können. Also sind wir hier verstärkt worden. Wir haben jetzt hier einen Triebwagen, dann haben wir hier den zweiten, den dritten und den vierten. Wir haben hier vier Triebwagen hintereinander und die müssen wir alle ins Depot bringen. Wir werden zwischendrin mal stehen bleiben, damit wir hier ein paar Leute aussteigen lassen, also von der Crew hier. Steht auch hier nochmal drin. Und ja, wir stehen jetzt momentan in Nottingham und warten auf die Abfahrt. Und ich würde sagen, wir gehen unsere Class 156 mal rein. 56, so. Und machen unseren Zug mal bereit. Pause geht raus. Schöner Diesel-Sound. Gehen wir mal hier rein. The E-Squad Crew are just doing some final checks. He may depart in 2 minutes time just after 18:22. Also die Crew macht gerade ein paar Checks und in 2 Minuten dürfen wir los. Also genug Zeit, um hier alles einzustellen. ABS bestätigt, DRA können wir ausmachen. Schlusslichter aus. Und das war's eigentlich schon. GSMA ist am Hochstarten. Schauen wir mal, dass die Lichter passen. Nice. Hinten ist auch richtig. Sehr gut. Dann Nummer 5A57. Schauen, ob ich das genauso eintippen kann. 5A57. Die Nummer weiß ich jetzt gerade nicht. Ich mache jetzt mal 001. War 57. Okay. Ich glaube, ich hätte eigentlich 4987 für das Signal eintippen müssen. Wenn es jemand genauer weiß, gerne schreiben. Eigentlich sollte ich das wissen. Okay, wir sind bereit für die Abfahrt. Bremsen los, Druck ist okay. Und Abfahrt. Gerade nochmal die Handbremsen sind keine angelegt. Wunderbar. Sollte eigentlich eine gemütliche Fahrt werden. Ins Depot. So, hier haben wir nur 15 Meilen maximal. Und ab hier 20. Schauen wir uns mal das Spektakel von draußen an. Lass mal das mal hier vorbeifahren. Das ist schon ein ziemlich langer Konvoi. Ich glaube, das erste Mal, dass ich so einen ECS-Move mache mit so vielen DMUs hintereinander. Keiner darf mitfahren. Alle Gas. Oh ja, bis sie alle hintereinander Gas geben. Geil. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie lang die Verzögerung ist. Ich gehe mal raus. Erst jetzt ist er weg. Ist das realistisch? Also jetzt bin ich in Leerlauf. Ich gebe noch mal Gas. 21, 22, 23, 24. Ich glaube 4 Sekunden, bis der hintere anfängt. Das ist nur mal zum Test. Vorne ist das aber nicht so, oder? Na. ABS. Warum habe ich jetzt ein ABS? Ach so. Wenn wir jetzt hier da nach rechts gehen. Okay, jetzt gehen wir nochmal Gas. Ich will das nochmal sehen. Na, da geht's recht instant. Also nach hinten haben wir volles Delay. Okay. Mir geht doch nicht nach rechts. Aber gut, dann können wir mal Maximum Schmackes geben.
Sieht sogar mal auch, wie das, was jetzt hier ist, da hinten. Nice. Okay, werden wir jetzt hier fahren. Schauen wir uns mal die Route hier auf der Karte an. Wir sind jetzt hier hinten, haben da gestartet. Gehen da via Trent Valley. Das ist hier die Kreuzung hier nach Derby. Bleiben hier kurz stehen, fahren dann hier nach oben zum Wenden. Fahren wieder zurück und dann ab ins Depot. Idealerweise. Also Leerfahrten bzw. so Stock-Moves, um die ganzen Sachen von A nach B zu kriegen, gerade für den nächsten Tag. Finde ich auch echt nur spannend, eventuell auch zum Mitfahren, weil du teilweise auf Gleisen fährst oder Manöver machst, die du sonst nicht sehen würdest. Ja, spannend. Ich weiß gar nicht, wenn du jetzt weißt, dass so ein ECS-Move stattfindet, vom Bahnhof A nach B, kannst du dann als Mitarbeiter einfach sagen, ja, ich fahre da mal mit? Ist das okay? Also ich denke mal schon, oder? Wenn du da so als Eisenbahnmitarbeiter sagst, ja, ich fahre da mal mit, weil ich muss sowieso dahin. Mit der Gefahr natürlich, dass der irgendwo aufgehalten wird, weil er natürlich Low Prio hat, im Gegensatz zum normalen Service. Ich meine, beim Fliegen gibt es da sowas Ähnliches, also weit entfernt Ähnliches. Da gibt es ja diesen Jump Seat, wo ja Pilot oder einer von der Fluggesellschaft hier mitfliegen kann, wenn er gerade frei ist und auf die Strecke rein muss. Muss ich jetzt gerade irgendwie an Catch Me If You Can denken? Super geiler Film. Na, schnell unterwegs hier. Das wäre was für ein Screenshot. Halt, falsche Taste. Das hätte ich jetzt gern. Irgendwie so. Okay. Screenshot ist gemacht. Ich könnte eigentlich generell mal so fahren. Schauen wir gerade mal aufs Hut, ob noch was Interessantes passiert. Nee. Ohne irgendwelche Hilfen. Das heißt immer schön gucken hier. Haben wir auch eine schöne Innenansicht. Naja, Tatsache. Jetzt passt wenigstens auch mal, dass hier keiner drin sitzt. Ah, er sollte lieber vorne bleiben. Also ich glaube, wir sind jetzt auf Stufe 4. Da sieht man das hier? 3. Und da bleibt eigentlich ganz gut bei die 80. Ich gerade mal, ob die Scheibe da sauberer wird, wenn der Scheibenwischheimer geht. Nö. Ich glaube, bei der Class 451, meine ich, ist es von Armstrong Powerhouse. Oh, da blinkt es gelb. Das ist nicht gut. Warum? 30. Wegen der Kreuzung. Kommt die nächste Warnung schon daher? Ah, warum hat er jetzt das so kleine Ruckler hier drin? Das ist gerade ein bisschen nervig. So,
So, und ab dem nächsten Signal müssten die 30 gelten. Aber ich sehe es noch nicht. Müssen wir mal ein bisschen rollen jetzt. Da ist es. Bremsen. Und da ist dann auch die 30er-Tafel. Und dann geht's ab in die Kreuzung. Also wie gesagt, RB Enhancer und Co. habe ich gerade nicht an. Ist sie wirklich nur das jetzt hier? Ja, kompletter Wechsel hier. Button-Konvoi, ey. Das ist aber auch so eine schöne Strecke. Bin gerne unterwegs hier. Ah, Just Rains macht schon geile Strecken. Wenn, warst du schon selber auf der Strecke unterwegs? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Und wie es so gefällt. Ich habe ein bisschen Gas können wir geben hier. Was haben wir hier? 10? Was? Eine Vorankündigung wäre da schön gewesen. Das wird Teile da auf der Seite. Halt, falsche Kamera. Die Dinger da. Für was ist das gut? Wenn es jemand weiß, würde ich gerne sagen. Keine Ahnung, für was das gut ist. Ah, da dürfen wir mit 80 fahren. Nice. Wobei ich sehe gerade, wir sind nach wie vor zu schnell mit 15. Ah, auf die 5 km/h kommt jetzt auch nicht drauf an. Oh. Sehr interessanter Bug. Okay. So, gehen wir wieder. Schmack ist hier. Und da grillen die Motoren. Wie weit haben wir es noch bis zur Station? 8 Meilen. Okay. Ja, unsere Kanäle hier wieder. Ja, bevor ich die Folge aufgenommen habe, habe ich das mit der Dampftram gemacht. Gleiche Strecke hier, nur anderer Abzweig. Aber ich muss sagen, die Dampftram, das ist so ein bisschen mein kleiner Liebling momentan. Bin immer noch auf der Suche nach der passenden Strecke dafür. Was kommt uns da entgegen? Das ist das Class 222, glaube ich, oder? Ja. IMA. Könnte man hier auch mal wieder fahren. Macht Spaß mit der. Und Gangwechsel. Da haben wir vor 80. Außer wir hätten eine HST, der darf ja mit 100 reinbrettern. Ja, Hochgeschwindigkeit ist was anderes. Boah, so ein Lüfter, das wär's jetzt. Hey, ich sag's euch, das ist so warm hier. Also die letzten Tage im Schnitt 28 bis 31 Grad hier in Zürich. Hey, es ist nicht mehr feierlich. Vor allem den Kühler und Ventilator kann ich nicht wirklich anmachen. Das ist hier mega laut in der Aufnahme. Hey, das ist mega pain. Was ist das? Brücke ins Nix. Okay.
stelle mir echt nur ein bisschen laut vor, wenn hier die ganzen DM-User von mir vorbeitreten. Solltet ihr eigentlich nicht zu sein? Okay. Defekter Bahnübergang. Gott sei Dank nichts passiert. Wie weit haben wir es noch? 6 Meilen noch. Genau, aber nach wie vor voll Schmackes fahren. Wir haben auch nebenbei auf YouTube The Tube angeschaut. Das ist so eine Mini-Doku-Serie über die U-Bahn in London. Das ist mega spannend. Und vor allem in Folge 2, glaube ich, in der ersten Staffel, haben sie einen Chef gezeigt. Und der wollte innerhalb von einem Tag alle Stationen der Londoner U-Bahn besuchen. Das hat er auch geschafft, aber für den Weltrekord hat es um 10 Minuten nicht gereicht. Aber er war echt fertig. Also teilweise sind die halt von Station zu Station gelaufen, damit sie da irgendwie schneller hinkommen. Aber da muss man schon ganz schön fanatisch sein, um sowas zu machen. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Also zumindest den Weltrekord versuchen nicht. Da ist aber nicht sehr viel los auf der Strecke aktuell. Sind wir jetzt eigentlich zu schnell? Nö. Okay. Was ist eigentlich deine Höchstgeschwindigkeit? 75? Oh shit, wir sind zu schnell. Okay, runter. Das habe ich schon ein bisschen übersehen. Bremsen wir mal. Sonst gibt es Stress von der Rennleitung. So, oder? So, wieder im Limit hier drin. Was haben wir hier? Warum geht das Licht an bei 0? Wäre das eigentlich nicht umgekehrt sinnvoll beim I bzw. bei der 1? Okay. Danger Recorder. Door closed, door interlock. Fire System. Das ist die Zugzielanzeige. Lichter, Telefon. Ja, nicht wirklich viel los hier. Elektronik, Zeugs. Was haben wir hier? Ah, das waren die Saloon Lights. Könnte man eigentlich ausmachen. Sprich, in der Innenansicht müsste jetzt aus sein. Er ist ja nach wie vor an. Oder ist das hier an. Mal ganz kurz gucken. Ja, okay. Also die Darstellung für aus ist mehr so gedimmt. Naja. Okay, was sagt die Strecke? Die sagt alles noch cool. Ja, da kommt der nächste Service entgegen. Oh, die gefallen mir so gar nicht. Ein bisschen schneller fahren. 85. Und ein paar Sachen, die hier nicht mehr. Up on arrival derby, we need to drop off some of the regional senior conductors. Up on derby, up Norden. Okay. Also, ein paar von den Eltern lassen wir mal hier mal raus. Eigentlich war das dann voll arschig, ne? Dass ich die Lichter ausgemacht habe, während die da hinten drin sitzen. Andererseits ist es noch recht hell. Aber das wird mir garantiert in echt ankreiden. Naja, sind ja gut in der Zeit. Was hat er denn in der letzten Zeit ein bisschen Ladedruck gleich? Ich verstehe es nicht. So, da vorne kommt jetzt dann 75. Und Ankündigung für 30. Können wir mal ganz langsam einbremsen. Ah, kriegen wir jetzt auch noch ein rotes Signal.
Ja, vom, ja, okay, bei der Derby-Plattform dann. Jetzt aber keine Notbremse reingehaut, oder? Nein, warum? Warum habe ich jetzt eine Notbremse? Ich habe doch gedrückt. Ah, du Arsch. Jetzt war ich gerade so schön pünktlich. Oh, Mann. Okay, lass du mich gerade wieder fahren? Oder brauchst du Full Reset? Oh, ist ja nervig. Du bist eine Millisekunde zu spät und dann klatscht dir die Notbremse rein. Ja, aber ich könnte aber noch pünktlich sein. Immerhin. Das Spiel mag mich einfach so gar nicht. Leuchten da draußen schon aus wie die Leuchtmesser im Stadion. Ja, und hier irgendwo müssen wir dann später noch rein, um die ganzen Sachen hier zu deponieren. Für den morgigen Service. Ja, da ist sogar eine Oberleitung. Warum ist hier eine einzelne Oberleitung? Ist es zum Test? Ha. Wer weiß das schon? Oh, mein Lieblingszug, ein HST. 19. Und unsere Plattform. Da fahren wir bis ganz nach vorne. Und dann fängt das Rangieren an. Moin Leute, bitte nicht einsteigen. Unser Zug fährt ins Depot. Sehr gut. Machen wir mal die Türen auf und sind sogar eine Minute vor der Zeit. Trotz der Notbremsung. Oh, was kommt denn da angerauscht? Moin, Kollege. Da auch im EMR-Design. Oh, das klang jetzt noch geil, wie er vom Gas runter ist. Nice. Was haben wir hier? Please do not leave bags unattended. Ja, das ist soweit klar. Wir haben schon mal gelb gekriegt. Ansonsten... Noch ein reger Service, Cross Country. Oh, mit dir will ich noch mal fahren, echt. Ah, der letzte Bastion vom HSD in England. Oh, der fährt in die Richtung. Junge, aber wenn du in die Richtung fährst, dann sind deine Lichter falsch. Wollte ich noch mal gesagt haben. So. Hier haben wir auf Stufe 1. Lass mich los, ich will fahren. This mark, we have to make the last act toward edges first thing, however, we will have to travel via Chadleston Curve. Okay, also wir fahren in die Chadleston Curve und da werden wir dann wenden. Müsste jetzt hier gleich nach dem Bahnhof sein. Mehr Schmackes, bitte. Krieg ich jetzt noch mein ABS? Nee, krieg ich nicht. Aber da vorne ist rot. Heißt, wir müssen auf den HST warten oder wie läuft es jetzt?
Oder von. Ah, na, Moment, ich glaube, wir fahren hier da nach rechts vorbei. Ich habe jetzt die Gleise nicht genau beobachtet, aber wäre es nicht gerade von Anfang an möglich gewesen, dass wir auf das Gleis reinkommen und dann zurückgehen? Ich meine, klar, da eine Service da kommen, ist ja dann woanders hinfahren müssen, aber ich meine ja nur. Okay, ab da rein. Und geht's dann nach links? Yes, tut's. Ja, dann würde ich mal sagen, fahren wir mal bis zum nächsten Signal. Dann können wir sicher sein, dass hier alles drin ist. km/h. Ah, Meilen pro Stunde. So, gerade ein bisschen noch. Und dann werden wir gerade mal schauen, was dabei da vorne ist. Das wird mich jetzt gerade schon noch reizen. Der würde sogar weiterfahren lassen. Okay. Dann gehen wir mal ganz kurz in die freie Kamera. Und auf Pause. Dann will ich mal ganz kurz sehen, was hier eigentlich alles ist. Ja, nicht sehr viel. Das ist eine Abstellung vermutlich von der Firma da. Vielleicht ging es da mal ein bisschen weiter. Keine Ahnung, aber vermutlich jetzt einfach nur eine Abstellung für irgendwelche Services, wo jetzt gerade nichts ist. Hm. Aber könnte gut eine Industrie gewesen sein, so wie das hier aussieht. Zum Beladen etc. Wie schauen wir mit unserem Hintern aus? Ja, da haben wir doch mehr als genügend Luft. Sehr gut. Gehen wir mal wieder rein. Und dann werden wir hier mal abrüsten. Einmal so, einmal so. Bremse voll. Das machen wir an und du machst ein D-Register. Okay. Dann mache ich mal kurz diese Ansicht. Falsch. Okay, hier wieder aufrüsten. Da habe ich ganz was Essentielles vergessen. Hier die Taillights. Gehen wir wieder zurück. Hier machen wir sie wieder aus. Jetzt sind aber hinten die Lichter an, oder? Mal ganz kurz gegenchecken. Nö, sind sie nicht. Okay, DRA machen wir wieder aus. Das passt. Bremse lösen. Oh, muss ich mir jetzt wirklich in GSMA nochmal registrieren für den kurzen Ding? Ah ja, machen wir es halt. 5A, 5, 7. Ich gehe jetzt nach wie vor mit 00. Ja, ich sehe das Signal nicht. Machen wir es mal so, damit ich das gemacht habe. Aber es ist garantiert falsch mit der 1 hier. Was macht er denn jetzt beim Headcode? Gar nichts, das war ja eigentlich Leerfahrt mit dem Depot. Gut, ich glaube, wir sind vorbereitet. Pilot Line. Abmarsch. Was meint das Signal? Oh, das ist rot. Dürfen hier nicht ausfahren. Ja, ein bisschen geht hier aber schon noch. Ich sehe nix. So, da ist.
Bleiben wir da mal kurz davor stehen und dann werden wir uns mal die Strecke angucken, ob wir tappen müssen oder nicht. So, mal kurz reinbremsen. Nice. Ich hau jetzt mal ganz kurz die Pause rein. Und schon ist die Pause wieder vorbei. Ah, das Mikrofon stimmt nicht. Entschuldigung. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie es mit dem Streckenplan aussieht. Wir sind jetzt da hinten. Haben Rot, haben die Fahrstraße bis eh dahin. Ah, da ist gerade ein Blocker-Service drin. Okay. Gut, liebe Leute, dann werde ich hier mal kurz einen Pause-Cut machen, bis das Signal wieder auf grün ist. Also, bis gleich. Okay, hat gar nicht lange gedauert. Wir dürfen auf die Plattform. Diesmal auch. Aber bitte nicht rückwärts. Na komm. Nice. Man kann schon ein bisschen mehr Schmackes geben. Ah, oh, was ein Dieselgedöns. Da bin ich glücklich. Könnte es höchstens noch sein, dass wir in die Einfahrt ins Depot noch ein Rotsignal kriegen. Da sind schon wieder die Dinger auf der Seite. Ich meinte, ich wusste es mal, was es ist, was da bei den Kreuzungen ist, aber mir fällt es partout nicht ein. Okay, mit 15 hier rein. Das kriegen wir hin. Ah, aber jetzt ganz links. Nö, geradeaus. Moin, liebe Leute. Ich darf leider nicht mitfahren. Oh, da stehen aber viele Leute. Jetzt sind zu nah. Okay, wir sollen hier mal tappen. Wobei, jetzt muss man eigentlich Shift-Tab machen. Na, ah, Steuerung-Tab, Entschuldigung. Aber er lässt uns ja eh rein. Von daher. Okay, perfekt. Du bist auch mal ein witziges Signal hier. Der Haltepunkt. Naja, okay. Dürfte sich eigentlich von der Länge ausgehen. Und jetzt mit 5 Meilen pro Stunde. Ey, ich schaue eigentlich langsam. Hätte ich da eigentlich anhalten sollen? Stop. Await instructions. Ja, da hätte ich eigentlich anhalten sollen. Und das ist das Dreiergleis hier, oder? Jo. Geh mal in die freie Kamera. Dass das hier unten alles beleuchtet ist. Aber wird schon seinen Grund haben. Ja, und morgen früh geht es dann weiter. Um 5 oder 6, je nachdem wann die da starten. Aber da haben sie erstmal genug Einheiten. Aber das ist 1, 2, 3, 4. Okay, da brauchen wir noch ein paar Meter, bis wir hier komplett drin sind.
Und danach, glaube ich, war es der letzte Task. Ja, ist der letzte Task. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal war mal ein bisschen was anderes. ECS-Move in der größeren Variante. Mal schauen, wir sollten vielleicht mal einen schweren Güterzug oder so fahren. Das mache ich viel zu selten. Eventuell mit einem Szenario, was so richtig schwer ist. Vielleicht sogar noch mit schlechtem Wetter und hau mich tot, was richtig fordernd ist. Das wäre doch mal was, oder? Ja. Lasst einen Kommentar da oder ein Like bzw. ein Abo, wenn ihr es noch nicht habt. Und wenn ihr wollt, kommt gern auf unseren Discord-Server. Link in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch was und bis bald. Gute Fahrt weiterhin.